Ladies and Gentlemen, willkommen zur Flaggschiff-Show des Universe-Modus. Ich muss mir jede Woche lachen. Muss mir nur jede Woche was anderes einfallen lassen. Kann ich immer sagen, willkommen zur besten Show des Jahres. Ne? Das ist schwierig. Ach, der Opener schon wieder. Der Opener! Ich habe ein Déjà-vu. Ich habe fast ein Déjà-vu. John Cena und Colt Cabana waren nicht zufrieden damit letzte Woche. Oder zumindest John Cena nicht. Ja, Colt Cabana auch nicht. Also Colt Cabana war mit seinem Main Event zufrieden, aber nicht damit, dass John Cena verloren hatte. Wohl wahr. Und deshalb hat John Cena gesagt, hört mal, ich war nicht fit, ich war nicht bei 100%. Ja? Jetzt bin ich bei 100% diese Woche. Gib mir Matt Hardy. Wenn ich das Match auch verlieren sollte, dann geben wir Ruhe. Aber wenn ich das Match gewinne, dann kriegen wir nächste Woche das normale Tag Team Match Non-Title, und wenn wir das gewinnen, kriegen wir das Titelmatch, und die Hardy Boys als Fighting Champions haben gesagt, ja komm, ne? Fighting Spirit. Ich tippe nochmal auf John Cena. ja, ich auch. Weil so. Jeff, okay, aber Matt, nee. Und ich glaube, ich weiß nicht. Ach egal, John Cena, komm. Ja. Sehr gut. Also steht es fest, nächste Woche gibt es ein Non-Title-Match zwischen dem Catch-Comedy-Club und den Hardy Boys. Oh ja, und wenn der Catch-Comedy-Club das Match gewinnt, dann gibt es bei Bad Blood die Revanche. Oh ja, so schaut's aus. Oh, sehr schön. Match 2. Boah, das ist mal eine Ansage. Ja, das ist, der Undertaker möchte die WCW plannen. Deshalb ist mein Tipp auch Goldberg. So. Deswegen ist mein Tipp der Undertaker, weil der das tatsächlich tun wird. Okay, wollen wir mal sehen. Ach, Goldberg ist ein Tier. Ja. Goldberg ist ein Tier. Das ist er wohl. Na gut, dann halt nicht. Nein. Match Nummer 3. Ja, einer der geilsten Intercontinental Champions der echten WWE, Bad News Barrett. Wenn er denn da mal zeigen durfte, was er kann. Ja. Gerade am Mick, sehr geil. Er trifft auf Sami Zayn und Nakamura guckt sich das Ganze an. Stellt sich an die Seite von Bad News Barrett. Gut. Und ich befürchte, Barrett wird das gewinnen, indem Nakamura Sami Zayn ablenkt. Denn Nakamura hat letzte Woche gesehen, oh, Sami Zayn hat Kenta geschlagen. Gefährlich, ja. Gefährlich, vielleicht. Gucke ich mir besser mal an. Und du wirst glauben oder nicht, Nakamura wird nach diesem Match große Augen machen, denn Sami Zayn, El Generico wird das gewinnen. Wow. Yep. Ich glaube, Sami Zayn ist... hat eine Streak. Der ist OP, der Junge. Heilige Scheiße. Völlig OP quasi. Aber völlig. Ja, das ist, da freue ich mich echt schon auf das Intercontinental Match. Oh ja, oh ja, oh ja. Das wird ja fast schon Klassiker. Fast schon. Match Nummer 4. Ja. Wieder Seth Rollins und Dean Ambrose treffen dieses Mal auf die Evolution. Die haben gesagt, die brauchen erstmal Zeit, um sich zusammenzufinden, quasi. Genau, nachdem es ja gegen den Minnesota Stretchy Crew nicht so geklappt hat. Nicht wirklich, nee. Wir haben quasi das Verliererteam aus der WWE-Woche gegen das Verliererteam aus der NXT-Woche, weil Evolution hatte gegen die Wyatt Family verloren. Ja, genau. Und jetzt treffen die beiden hier aufeinander und mal gucken. Ja. Ich tippe nochmal auf The Shield, ich weiß es nicht. Ich tippe dann nochmal auf die Evolution, weil ich glaube, dass sie sich revanchieren werden. Und Tyler Black und Dean Ambrose bzw. John Moxley noch nicht so zusammengefunden haben. Naja, mal sehen. Doch, haben sie. Haben sie mittlerweile. Ein Match haben sie gebraucht, jetzt ist alles in Lot. Jetzt ist alles im Lot und jetzt kommen wir zum Main Event of the Evening. Ein Number One Contender Match. Für den Gegner von CM Punk bei Bad Blood. Und heilige Mutter Gottes. The Rock ist aus Hollywood eingeflogen. Brock Lesnar hat Bock auf Singles-Action. Nennen wir es Single-Action. Dolph Ziggler hatte die letzten Monate über richtig gute Matches immer. Und Colt Cabana hat letzte Woche Daniel Bryan geschlagen. Und ja, was soll ich sagen, ne? Der Mann musste ins Match. Der Mann buckt sich in den Main-Event von WWE. Quasi. Und es ist Fatal 4-Way. Es ist Number One Contender-Spot. Es geht alles um alles. Alles kann passieren. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Ja, ich tippe jetzt einfach mal. Boah. Nee, du musst ja tippen, scheiße. Ja, ich tippe auf Brock Lesnar.
Ich sag, Brock Lesnar beginnt hier eine Terrorherrschaft. Ja. Heute Abend beginnt Brock Lesnar eine Terrorherrschaft wie in echten WWE. Okay, ich würde gerne Colt Cabana tippen, aber ich glaube halt nicht dran, deswegen tippe ich ganz unspektakulär auf The Rock. Ganz unspektakulär. Ja, auf The den Rock man ja letztes Jahr schon. Der Mann bewegt doch eh nie was. Das ist so wie Shawn Michaels. Ach, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Hatte der überhaupt schon mal Auftritte bei dir? Wer, Rocky? Ja. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, ne? Lass ja uns auch überraschen. Ja, Lesnar auch nicht. Also, es gibt hier ein paar On-Air-Debüts heute. Oh ja. Und los geht's. Jo, Rocky erstmal mit dem Back-Suplex gegen. Schaut dir mal an, was der Colt da mit Brock Lesnar macht. Schmeißt ihn einfach weg. Kann man mal machen. Und oh, was ist das denn? Oh, schön. Geile Kombo von Dolph Ziggler. Ja, get over it, ne? Ruhig, 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 Ziggler. Wie war das? Lesnar geht auf und Lesnar steckt bis jetzt nur ein. Also, Lesnars Terrorherrschaft lässt noch zu wünschen übrig, wenn ich das mal so sagen kann. Und zum Mount-Drop. Ach du Scheiße. Es geht los. Und jetzt verprügelt der Colt. Oh ja. Ja, Suplex City. Hallo, Dolph Ziggler. Boxt ihn jetzt hier und nochmal. Oh, und jetzt hängt er in den Seilen. Jetzt lieber zu Colt Cabana. Das ist wahrscheinlich die cleverere Idee. Aber nein. Oh. Inverted Atomic Drop hier von Colt Cabana. Und guck dir das an, Lesnar stifft einfach Rocky zurecht. Wohl wahr. Er möchte wohl wahrscheinlich auch zurück ans Set von Fast and Furious 8. Oh, schöner Elbow hier von Dolph Ziggler gegen Colt Cabana. Oh, der richtet sich die Haare. Oh, und dann dieser Neckbreaker, dieser Snapping Neckbreaker. Was hat Brock Lesnar davor? Okay, ich dachte, mit Ansatz zum Jam, aber The Rock, ne? The Rock macht, oh, wieder ein super kurz gezogener Back Suplex. Ah, der tut weh. Der und tut weh, ja. Harte Tritte von Rocky. Hast du den Low Kick gesehen von Colt Cabana? Ja, unglaublich. Aber der Ziggler lässt sich nicht beeindrucken, geht nicht in die Knie. Brutaler Uppercut. Und Rocky schmeißt dir mit dem nächsten Suplex Brock Lesnar durch den Ring und denkt sich auch so, eher Hollywood City, Bitch. Ich muss mir nur vorstellen, wenn Colt Cabana das hier gewinnt, haben wir sie im Punk gegen Colt Cabana, Alter. Colt Cabana hat Bock, oder? Hurra Karana, Kopfschere, ja, gegen. Dann haben wir Colt Cabana gegen CM Punk und dann hat Punks genialer Plan aus Woche 1 ziemlich gebackfired, würde ich sagen. Ja. Oh mein Gott, das wäre so krass. Storyline-technisch wäre das so krass. Ja, vor allem nachdem Cabana ihn angegriffen hat. Ja, richtig. Boah, was ein STO von Lesnar. Und Rock mit dem Whip-In und Belly to Belly. Aber Colt Cabana mit einem Suplex gegen Brocky. Gegen Brocky? Brocky! Brocky? Ist das Brokkoli oder was? Abkürzung für Brokkoli, Brocky. Oh, jawohl, Inverted Atomic Drop. Und Elbow hinterhergesprungen aufs Beinchen. Und Ziggler macht da hinten wieder den Show off. Ziggler würde ich. Was ist das? Airplane-Split? Oh, Airplane-Split gegen Brock Lesnar! Das Biest! Das Biest! Kann man mal machen. Kann man mal so machen. Und dann muss er covern. One, two. Okay, nur bis zwei. Ich wäre Rocky wahrscheinlich auch noch hingekommen. Ja, aber stell dir mal vor, Brock Lesnar wäre hier gecovert worden, ey. Nach Airplane Spin. Ja. Wäre Brock Lesnar der längste Zeit ein Biest gewesen. Ja. Hast du kurz gezogen. Gibt's einen ganz schnell Gimmickwechsel, ey. Und ja, jawohl, Suplex auf Cabana. Sehr geile Aktion. Und jetzt stift jetzt hier Lesnar erstmal Cabana zu. Lesnar wird sich auch nur denken, mit was für einem Ketchup bin ich hier eigentlich im Ring, ey. War ausgekontert. Rock! Oh, Rock Bottom gegen Ziggler! Nowhere! Okay, das kam überraschend. Oh ja. Neckbreaker! Cover. One, two! Oh, Ziggler kickt aus! Das hätte Cabana nicht mehr geschafft. Wahrscheinlich nicht, nee. Oh, jetzt. Au! Lesnar unsanft gefallen. Ja. Und Lesnar packt sich Ziggler. Oh, DDT von Rocky. Aber Ziggler kontert ihn aus. Also kontert Lesnar aus und Rock. Worauf hat er Bock? Worauf hat Colt Cabana Bock? Der kontert den Russian Leg Sweep, Junge. Oh ja. Oh, schöner Jumping Elbow Drop. Nochmal Jumping Elbow. Solange es nicht der People's Elbow ist. Und nochmal Jumping Elbow. Lesnar. Jetzt hat aber der Rock genug. Oh, Lesnar, Whip in. Okay. Oh, kostet eine Clothesline, ey.
Cold hier mit dem Chinbreaker. Jetzt, was macht Rocky? Der will auch auf Ziggler gehen. Ist Ziggler hier die Schwachstelle? Man weiß es nicht. Weiß ich nicht, ist aus dem Rock Bottom ausgekickt. Ja, ne? Ist aus dem Rock Bottom ausgekickt. Oh, ja, yeah. Inverted Suplex. Inverted Suplex an. Ja, natürlich. Inverted? Ja, ist schon klar. German! Oh mein Gott, was Dolph Ziggler hier auch einstecken muss. Ja, steht schon wieder. Steht jetzt wieder vor Lesnar. Oh! Und Colt Cabana ist busted wide open. Okay, famous out of nowhere. Und Colt Cabana mal wieder bluten. Und DDT gegen Colt Cabana. Dieser Colt, der hat aber auch eine schwache Stirn. Er hat eine schwache Stirn, ja, das stimmt wohl. Und Rocky hier. Oh, ausgekommen. Colt, ja gut, der hat keine Energie mehr. Dolph jetzt gegen alle gefühlt. Dropkick. Dropkick ins Gesicht. Und Rocky mit einem Snap-Suplex. Rocky Banner zieht sich da hinten hoch am Seil. Das ist der Main-Event von Raw. Es geht um den Nummer 1 Herausforderer. Es geht um den, um das Championship-Match für Bad Blood, Leute. Oh. Cool, nee. Oh, Suplex. Suplex City, Bitch. Oh Gott. Lesnar nimmt hier alles aus. Oh, oh. Oh, 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 Lesnar. Oh, Lesnar pumpt sie da um. F5 gegen Colt. Nein, Ziggler? What? Nein, okay. Und jetzt rockt sich Rocky da hinten im Rücken von allen zu Cabana rüber. Ja, F5 geht auf jeden Fall durch. Colt muss raus sein für das Match. Colt hat den übelsten F5 kassiert, ist am Bluten. Ja, der arme Mann, ey. Und Rocky? Rocky jetzt mit dem Suplex vom Apron in den Ring. Aber Moment mal, Colt! Oh, was ist Scoop Slam gegen Lesnar? Ja. Energieleistung. Colt nochmal. Nee, Belly to Belly Slam von The Rock. Ja. Ich glaube auch, das war's so langsam für Cabana hier. Für, also, dieses Match wird gleich beendet sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, gerade Cabana ist so ziemlich. Ah! Oh, oh mein Gott, was für ein unglaublicher German. Oh. Rocky auch nochmal. Und jetzt Rocky mit dem Cover. One! Two! Lesnar ist da. Oh, das wäre durchgegangen. Das wäre so sehr durchgegangen. Lesnar ist aber noch da. Oh, yeah. Und Lesnar. Oh, oh, was hat er vor? Oh, Backbreaker gegen Dolph Ziggler. Aber. Come on. One, two. Nein! 2,9! Und. Oh, Back Suplex von Colt Cabana. Cover Rocky. Cover ihn. Okay, nee. Oder auch nicht. Aber hey, wie kann Dolph das schon wieder auskicken? Weil Dolph Gott ist. Airplane Spin again! Airplane Spin gegen The Rock! Macht Cabana das Unmögliche! Macht Cabana das Unmögliche! Das wäre das Unmögliche! Macht Cabana hier das Unmögliche! Nein, der ist müde! Oh! One! Two! Three! Yeah! Oh mein Gott! Das glaubst du doch nicht! Das ist nicht wahr! Der hat einen F5 eingesteckt! Der ist am Bluten! Oh mein Gott, Colt Cabana! Das ist nicht wahr, ey. Das ist nicht wahr, der Mann schreibt seine eigene Geschichte in diesem Universe-Modus. Zu dem mit The Rock und Brock Lesnar in Main Event. Und der macht das trotzdem. Airplane Spin. Holy shit, ich fass es nicht. Ich fass es auch nicht und er ist der Number One Contender. Ich hätte einfach Colt tippen. Ich hätte aber da gar keinen Bock drauf. Ich hätte es einfach tippen sollen, es war doch irgendwie klar. Oh mein Gott, Colt Cabana gegen CM Punk bei Bad Blood und hier ist die Message gegen CM Punk. Ich reiß dir den Kopf runter. Oh mein Gott. Ich fass es nicht, Mann. Und stell dir vor, der gewinnt nächste Woche noch mit John Cena, dann hat er zwei Titel-Matches. dann wird er bei Bad Blood Doppel-Champion. Oh mein Gott. Dieser Mann schreibt seine eigene Universe-Geschichte. Egal in welchem Jahr. So froh, dass ich ihn los war nach WrestleMania. Buck, du nimmst ihn mir extra weg und jetzt buckt er sich einfach bei dir in den Main Event von Bad Blood. Sensationell. Ölteilen, weißt du? Unfucking fassbar. Das Second City Saints Duell bei Bad Blood, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Glaubst du auch nicht, wenn du es nicht gesehen hast. Aber ihr seid Zeuge, meine lieben Freunde. Smash den Daumen nach oben. Alleine dafür, dass Colt Cabana gewonnen hat. Und dass wir bei Bad Blood CM Punk gegen Colt Cabana um den Titel sehen.
ist die große Frage, kann sich Colt Cabana dann endlich den großen Traum erfüllen, den er ein Jahr hinterher gerannt ist, den World Title? Wohl wahr. Oh mein Gott, das wird so super spannend. Ich will sofort wissen, wie Bad Blood ausgeht, deswegen beenden wir die Folge und kommen zu NXT. Bis morgen.